Volles Haus bei der Eröffnung der Ausstellung Ans Licht am 26. März im Kurhaus Warnemünde. Gleich drei Rostocker Kunstsammler präsentieren hier für drei Wochen ihre Schätze. Arbeiten von Kate Dienbitt, Emil Oberländer, Louis Doucet, Edmund Kesting und vielen anderen regionalen und überregionalen Malern können hier in Augenschein genommen werden. Das ist der Beginn einer Reihe. Wir werden dieses Modell einmal im Jahr machen. Galerist und Sammler Alexander Gerke hatte die Idee, das Kurhaus in regelmäßigen Abständen zu einem Ort für Kunstliebhaber zu machen. Denn seine kleine Galerie in der Alexandrinenstraße reichte längst nicht mehr, um seine großformatigen zeitgenössischen Lieblingswerke auszustellen. Das ist das spannendste Gebäude von Warnemünde. Und habe ich dann das Haus angefragt. Und das sind ja die Berliner Eigentümer waren erst ein bisschen skeptisch, dann haben die sich aber angeschaut, was wir so machen und dass wir eben Kunst zeigen, die überregional ist, dass es eben nicht nur darum geht, die Kunst aus der Region nach vorn zu spielen, das finde ich wichtig, aber ich finde es auch wichtig, dass wir den Leuten hier einfach auch überregionale Kunst anbieten und das haben die Eigentümer sehr gut verstanden und deswegen sind wir dann zueinander gekommen und deswegen haben wir jetzt eine vertragliche Vereinbarung. Wir machen jetzt regelmäßig alle Ausstellungen hier im Kurhaus. Großartige Räume, tolle Menschen, die uns hier unterstützen. Es ist einfach der passende Rahmen, um tolle Kunst nach Warnemünde zu bringen. Für diese Ausstellung konnte er auch die beiden Kunstsammler Dr. Ulf Kringel und Klaus Conradi begeistern. Er selbst präsentiert Werke von Künstlern der neuen Leipziger Schule, zum Beispiel von Raik Götze, Annette Schröter, Stan Gutglück und Michael Triegel. Bilderwelten, die zeitgeschichtliche Fragen mythologisch verpacken, haben ihn schon immer fasziniert. Ich sammle seit 30 Jahren und habe schon als Student die ersten Bilder gekauft. Natürlich war das damals Grafik und jetzt seit einigen Jahren kann ich mir auch das eine oder andere Ölbild leisten. Und habe für mich persönlich diesen Sammelschwerpunkt mit Künstlern der neuen Leipziger Schule. Das sind wie hier zum Beispiel Frank Hauptvogel, der hat mit Neo Rauch zusammen studiert. Die waren in einer Meisterklasse bei Arno Rink, schwören auch heute beide noch, wenn man sie fragt, was ist für euch, wo ist eure künstlerische Heimat, dann heben sie beide die Hand und sagen, Arno Rink hat das für uns eröffnet. Ein sehr frühes Bild von 1879, Schülerarbeit sozusagen, in dem man sieht, wie akademisch er da gemalt hat und dann nachher fast impressionistisch. Unternehmer Klaus Conradi ist stolz auf seine private Louis Doucet-Sammlung. 22 Gemälde des 1834 in Tribsees geborenen Malers besitzt er mittlerweile. Sie zeigen die spannende Entwicklung des Künstlers. Doucet war der Künstlergruppe Ahrenshoop eng verbunden und ist für seine Nachtlandschaften bekannt. Aber auch zeitgenössische Werke kauft und sammelt Conradi, auch um die Künstler damit zu unterstützen. Insgesamt besitzt er rund 100 Werke. Der Anlass dieser Veranstaltung ist ja eigentlich, dass die Werke, die sonst bei uns zu Hause hängen oder im Depot stehen, auch mal wieder gezeigt werden. Das ist ja kein kommerzieller Verkauf hier, das ist keine Veranstaltung, die Eintritt kostet, sondern es geht einfach wirklich darum, die Künstler aus unserer Region auch nochmal wieder zu präsentieren und andere Sammler aufzurufen, vielleicht bei dem Alexander Gerke sich zu melden und sich ebenfalls anzumelden für eine Ausstellung, die dann in einem Jahr folgt, wieder private Sammler zu zeigen. Mit der Entdeckung und dem Erwerb von Werken aus Egon Schirchs Bilderzyklus Das hohe Lied Salomos begann die Sammelleidenschaft für Allgemeinarzt Dr. Ulf Kringel. Diese Leidenschaft hält jetzt schon 7 Jahre an. Viel Zeit und Geld investiert er in sein Hobby. 2018 war Kringel für sein Engagement für das kulturelle Erbe der Stadt mit der Siegmann-Medaille ausgezeichnet worden. Das ist natürlich neben meiner eigentlichen Arbeit und das ist viel Freizeit, aber ja, es macht mir Freude. Das ist, ja, wie ein kleines Kind freue ich mich dann, wenn ich was finde und Zusammenhänge entdecke. Die Ausstellung im Warnemünder Kurhaus läuft noch bis zum Ostersonntag. Immer Mittwoch bis Sonntag ist sie geöffnet, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Einer der drei Sammler wird immer vor Ort sein. Am Wochenende werden alle drei anwesend sein, um etwas über ihre Schätze zu erzählen.